Guten Morgen, mein Name ist Dirk-Jan Stapel. Ich bin Product Manager bei der Firma Grimme für die selbstfahrende Kartoffelerntetechnik. Und wir sind hier auf dem Potato Europe. Also es hat die letzten paar Tage ordentlich geregnet. Wir wollen heute eine Vorführung fahren, haben gestern alles eingestellt. Und ich möchte Sie gerne eben der Varitron 470, vierreiche Kartoffelerntemaschine mit einem Rollenseparator da drin und einem 7-Tonnen-Bunker. Wir gehen kurz die Maschine durch, von vorne nach hinten, erzähle da was darüber. Also lass uns vorne anfangen beim Krautschläger. Wir haben hier einen vierreichen Krautschläger. Der ist so aufgebaut, dass man die Welle hat mit einem Abfuhrband, um das Kraut zur Seite abzuführen, sodass ich das nicht in die Maschine verarbeiten muss. Und hier habe ich zwei Schleifkufen, an jeder Seite eine, wo ich die Tiefenführung mitmache. Also der passt sich dauernd genau an die Höhe des Dammes. Das ist komplett unabhängig auf zwei Seiten. So, die Vorderachse kann ich links und rechts verstellen. Ich habe den Autopiloten, ich weiß nicht, ob Sie den sehen können, der ist dahinter. Auf jeden Fall, das ist um der Fahrer natürlich zu entlasten beim Fahren, sodass er immer auf die Rodeorgane sich konzentrieren kann, sodass er immer optimale Einstellungen fahren kann. Der große Lenkeinschlag ist typisch für diese Maschine, also der ist verhältnismäßig für so eine große Maschine sehr, sehr wendig. Was man dann auch wieder sieht mit der Hinterachse, den kann man auch 19 Grad drehen, sodass ich einen sehr kleinen Wendekreis habe. Von der Vorderachse zur Scheibenaufnahme, also wir haben hier die Schleifkufe, die die Tiefenführung des Rodeorgans macht. Das heißt, ich habe keine Dammtrommel mehr, die den Damm verdichtet, was wieder bedeutet, dass ich bei nassen Bedingungen, so wie wir hier jetzt heute haben, keine Klutenbildung im Damm habe. Also da läuft nichts auf dem Damm, das fällt so schön auf dem Band auseinander. Die Scheiben sind hydraulisch angetrieben, was die bessere Förderung auf dem Band bewerkstelligt und keine Verstopfung hier vorne zur Folge hat. Also wir haben drei Klopfer in der ganzen Maschine. Wir haben hier einen Rotorklopfer, so mit vier Rollen. Dann haben wir hier einen Schwingklopfer, der schwingt das Produkt auf, also der bricht das Produkt auf. Und im dritten Band haben wir auch wieder einen Rotorklopfer, das gleiche Prinzip, was wir hier verfahren. So, wir haben ein Aufnahmeband, ein erstes Siebband und ein zweites Siebband, bevor wir auf dem Tränkgerät kommen. Gut, dann haben wir ansonsten noch einen Rüttler drin. Das ist für ganz extreme Bedingungen, um das Produkt nochmal wieder auseinander zu brechen. In diese Bedingungen brauchen wir das eigentlich nicht. Also wir haben hier schon extrem, aber noch nicht so extrem, dass wir das Apparat brauchen. So, was jetzt extrem auffällt an dieser Maschine, ist, dass sie einen durchgehenden Siebkanal hat. Das heißt, wir haben keine Mittenwand. Eine Mittenwand sorgt immer für Verstopfung und ich habe weniger Siebfläche und diese ist von vorne bis hinten, diese Maschine, komplett durchgehend. Also ich habe eine Kamera pro für das ganze Siebkanal, ich brauche keine zwei Kameras, eine bessere Übersicht, weniger Erwartungen in der Mitte, also keine Lage in der Mitte, alles durchgehende Wellen, was wieder für eine einfachere Wartung sorgt. So, dann kommen wir vom ersten Siebband mit dem Schwingklopfer. Bei der Zupfwalze, wir haben in dieser Maschine eine Zupfwalze gegen Siebband. Diese kann ich hydraulisch hoch und runter fahren, sodass ich immer die optimale Einstellung habe. Bei vielen Maschinen ist das sehr aufwendig, muss ich in der Mitte vom Kanal muss ich die beiden Schrauben lösen, dann mache ich das runter und hoch. Und die Erfahrung, die wir haben, ist, dass wenn man viel Aufwand dabei hat, macht man das wenig. Also stehen sie immer runter und ist die Krauttrennung nicht optimal. Bei diesem System kann ich ganz einfach von der Kabine aus sehen, wie hoch sie steht. Und so verfahren, wie ich sie haben will, innerhalb von 3 Sekunden. Das ist ein Knopf, ein Drehrädchen am Terminal. Das ist eigentlich sehr einfach. Hier sieht man den Rollenseparator, also von der Position aus wahrscheinlich ziemlich wenig. Das ist ein Vario-Rollenseparator. Das heißt, ich kann die Achsabstände auseinanderschieben, kann ich größer oder kleiner machen, womit ich die Aggressivität regeln kann. Normalerweise bei konventionellen Systemen muss man die Rollen tauschen, also die muss man ausbauen und wieder einbauen. Und bei diesem System kann ich das von der Kabine aus wieder über eine Verstellung auseinanderfahren, sodass ich während der Fahrt die Aggressivität des Tränkgerätes einstellen kann. Ja, wo wir dann hier beim Feinkrautelevator sind, also das stehende Igelband mit die Abstreifrolle oben drauf, wovon die Kartoffeln im Ringelevator kommen. Der Ringelevator mit Optibags, das ist eine PU-Tasche, so nennen wir das. Und diese hat Löcher, sodass ich erstmal weniger anheftende Fläche habe, also die Kartoffeln kleben da nicht rein, sich nicht drin fest. Und ich habe noch extra zusätzlich Absiebung, was sehr wichtig ist an dieser Stelle, dass ich nochmal die lose Erde wegkriege. So, sind wir hier angekommen im Bunker, also das Bunkerbefüllband kommt hier rein, die Optimierung, die Befülloptimierung über Ultraschallsensoren, sodass ich nicht mehr den Unterschied habe von Tag und Nacht, also Lichtempfindlichkeit.
Und dann eigentlich zum wesentlichen Punkt in dem Bunker. Wir haben bei einem durchgehenden Bunkerboden immer das Problem, wenn ich abbunkere während der Fahrt, bleibt immer hier ein Streifen Kartoffel liegen, sodass ich nicht den ganzen Bunker voll machen kann. So, was haben wir da drauf bedacht? Wir können jetzt den Bunker rückwärts laufen lassen. Und dafür haben wir die Kette an der linken Seite der Maschine haben wir hochlaufen lassen, sodass der Streifen Kartoffeln quasi so hochkommen kann. Dann denken Sie immer, ist das schonend? Wir kennen, oder das ist schonend, die Kartoffel, die liegt hier immer und die rollt hier ganz locker, rollt die hier sich um. Also der Motor, ein 490 PS Mercedes-Benz, OM 460. Und das Schöne an diesem Motor ist, dass er immer im normalen Betrieb mit 1250 Umdrehungen läuft. Also der ist sehr spritsparend und der nimmt nur die Drehzahl hoch, wenn er die Leistung auch wirklich braucht. Das ist alles elektronisch überwacht und geht vollautomatisch. Der Fahrer braucht da nichts machen. Wir haben hier in der Maschine zwei CCI-Terminals. Einer davon ist für das Fahren, einer davon ist für die Rodetechnik. Und dann haben wir zwei Videomonitore, wo wir jeweils 8 Kameras anzeigen können, wo ein Visual Protect drin ist. Das Visual Protect sorgt, dass wenn irgendwo ein Fehler ist oder ich eine Maschinenfunktion bediene, automatisch der Monitor zur richtigen Kamera springt und diese kann ich so einstellen, wie ich selber will. So. Das zur technischen Ausstattung von dieser spezifischen Maschine. Der Name Varitron sagt es ja schon. Wir haben die Maschine in sehr viele unterschiedliche Ausrüstungen. Ich nenne ein paar. Wir haben eine Raupenmaschine, wo man zwei Raupen statt die Hinterräder kriegt. Wir haben unterschiedliche Tränggeräte, Multisep, Doppelmultisep, doppelten Feinkrautelevator. So sehr vielseitig. Weitere Informationen finden Sie auf www.grimme.com, wo Sie alle Informationen zur Maschine inklusive Videos und so weiter finden können.